Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Oracle of Season. Wir sind in den letzten Parts im achten und letzten Tempel angekommen. Wir stehen hier vorm Endboss, Kämmerchen und... Ach, scheiß drauf, wir gehen jetzt einfach rein. Und es ist mit diesem Kopf. Ja. Der sieht irgendwie fett aus. Der uns noch nicht versteinert, doch. Hast du überhaupt eine Chance, da auszuweichen? Ja, natürlich, drüber springen. Oh. Oh, komm her, du Arschkopf. Du was Arschkopf. Denn, was ist das Wort? Das ist ein Arschkopf, ey. Ja, so wie er aussieht, ne? Wie, jetzt ist es schon unfair und fängst an zu schießen. Bam, der hat gesessen, ey. Du mit deinem Superman-Shirt da. Oh nein. Versteinert. Ja, komm jetzt her. Er kann sich gerade konzentrieren, der kann jetzt gerade nicht so viel reden. Dafür babbel ich einfach mehr Scheiße. Jetzt ist der mit der Hat Josh mal wieder versteinert. Josh kann nichts machen. Ja, er hat die Fresse. Alter, ich hatte den Boss irgendwie... leichter in Erinnerung. Heilige Scheiße. Ja, wir haben es geschafft. Und wir haben unser... letztes Herz! La 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 la! So sind wir hier voll gewappnet mit 14 Herzen. Wir erhalten die letzte Essenz. Du erhältst die wechselnden Jahreszeiten, eine Essenz der Natur. Verstreute Saat keimt im Frühling, wächst im Sommer, trägt Früchte im Herbst und ruht im Winter. Ein ewiger Kreis des Lebens, der Wechsel der Jahreszeiten. Epicness! Ein epischer Satz! Link, du bist bereits im Besitz der achten Essenz. Die wechselnden Jahreszeiten haben eine ehemaligen Kraft restauriert. Ich habe etwas für dich, also such mich auf. Er gibt uns jetzt einen riesen Samenhaufen ins Gesicht. Oh, lecker. Na, ist eher ein riesiger Samen. Würde dir gefallen? Mir nicht. Aber Link bestimmt. Du meinst Link. 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 Ja, wir gehen jetzt auch gleich nochmal zu Mario. Mario? So, dann hauen wir die alte mal. Bams! Oh, guck mal, eine Magieflasche. Hätten wir gar nicht kaufen müssen. Doch, dann sehe ich beim Endboss wahrscheinlich krepiert. Du hattest noch ein Herz, das war... oh. Easy going. Habe ich Ringe. Ja, sogar zwei Stück, so. Komm mal hier, du Schnurrbart. So, was haben wir hier denn? Das ist ein Marterring, den haben wir schon. Was haben wir hier? Das ist ein Widerstandsring. Höhere Widerstandskraft. Oh. Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wo man hier widerstehen könnte. So. So, dann kann ein Baum reden. Seitdem da hier, guck, jetzt kommt ein Riesensamen. Das ist eigentlich ein Kern, aber es ist ein Samen. Der Riesensamen des Makobaums. Damit durchdringst du die Mächte des Bösen. Ich sag nichts mehr. Ah, schöner Katze hier. Ja, das kannst du jetzt richtig böse vorlesen. Ein Held! Mir dabei nicht die Ohren zerschreien. Ach, so laut war das doch gar nicht. Der sieht irgendwie fett aus. Der ist auch fett. Fettes Stück Kacke, ey. Na hopp. Achso, komm her, wenn du es wagst. Link. Link, du bist also hier. Ihr Held. Ein solcher Held ist nichts im Vergleich zu meinem finsteren Mächten. Quahaha. Aber kein Scheiß, ich trete jetzt dermaßen in die Eier rein. Weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Oh, guck mal hier, ein alter Sack. Nee, nerv nicht. So, wir porten uns einfach. Das geht, glaube ich, am schnellsten. Und wir haben wir die Karte eigentlich entdeckt? Die Karte? Die haben wir. Aber noch nicht die Unterwelt. Deswegen. Und hier das schnellste Portal. Doch von hier aus müsste ich es erreichen können, das schnellste. Du müsstest. Müsste.
Mit einem riesen Samen im Inventar. Ey, sind meine Samen vom Dekobaum, hä? Nee, hier bin ich falsch. Oh! Ja, du bist ja falsch. Oh, nee, wobei, doch, warte, stopp. Ich hab gesagt, stopp! Halt, stopp! Halt, stopp! Ich möchte das nicht. Es bleibt alles so, wie es ist. Ah, da ist noch eine Kiste. Ah, da ist nur ein Kern drin. Brauche ich nicht. Ah. So, was fehlt uns denn noch? Okay, ein paar Fältchen. Dann gehen wir die mal schnell entdecken und gucken, was da ist. Und fallen Feuer in die Lava. Oh, das sind ja noch ein Stück hier. Such die Felder. Ist das los? Such sie. Kann das nicht dran sein? Kann das? Nö. Such es mit deiner Spionage. Los. Suchmodus aktiv. Ey, spring doch darüber, du Arschkopf. Du Arschkopf. Hä? Soll ich da hinkommen? Vielleicht da in den Raum rein, wo du gerade da warst, da wo es nach unten geht. Ach nee, vielleicht. Da. Ach hier, hier sind ja die Piraten, da haben wir noch gar nicht den Friedhof angeguckt. Und hier war vorher das Schiff. Hier ist man noch auf der anderen Seite rausgekommen. Hier ist eine gute Stelle zum Kram bestimmt, ne? Nee. Nee. Eigentlich ist das Kram überall gleich, aber vermutlich ist da ein 50er Erzbrocken versteckt. Keineswegs. Klar, aber Oh. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich hab da keinen Bock drauf. Boah, ich hab da keinen Bock drauf. Wir springen jetzt erstmal rüber, weil ich keinen Bock habe, außen rum zu laufen. Na, jetzt ist es noch ganz ein Stück. So, das ist. Ey, da war ja blau. ich miss nicht so gut. Ich glaube, ich weiß sogar, welche Runde. Die waren einfach mal so in der Lava. Und zwar hier. Die Kammer hier noch. Hier kann man per Geheimniscode. Da steht einer drin. Und da muss man. Ich glaube, mit einem Boomerangwurf das ganze Gras hier vermähen. Oder mit dreien. Ich glaube, es war mit dreien. Hast du ja fast geschafft. Also, ich hab's geschafft. Nee, mach ich jetzt ganz bestimmt nicht, weil der ist ja nicht da. Dann kriegt man, ich glaube, Echel Nummer 3. Nee, schön. Ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Scheißegal, ich hab nichts gesagt. Wow. Analtrompete. Hast du das gegen mein Mario-Hack? Nein, bloß nicht. So, hier. Mir gefällt der Name. Da. Ja. 50 Erz. Schön. Liegt der da immer? Nee, nur einmal. Da reden wir den noch an. Willst du, ich will den anreden, nicht in die Lava fallen. Ah, das tut gut. Mach gerne eine Hose. Dann stöhnst du auch nicht so rum. So. Die Hölle oder was auch immer das sein soll, entdeckt. Jetzt gehen wir hier nochmal zum Shop. Die Dark World. Nee, ich hab das Schild noch. Das Schild habe ich nicht verloren. Oh, hier Herzen. Herzen. Ich will hier natürlich voll gewappnet zum Arschkopf gehen. Zum Arschkopf. So, und ich werde jetzt schon mal den Ring anlegen. Bevor ich es nachher vergesse. Spätestens beim Endboss wird es mir eh auffallen. Arschköpfe weg da. Kerne nehme ich mit. Die ekelhaften Kerne, die so komisch aussehen. Da war ja nur ein Ring drin. Da war ja der Widerstandsring drin, glaube ich. Weiß ja nicht für was, aber naja. Bestimmt, dass man nicht mehr wegfliegt vom Treffer. Schätze ich mal. Da kriegst du aber so einen Rückstoß. Meinst du? Wäre logisch, ne? So, und dann begeben wir uns mal, nachdem wir hier gespeichert haben, hier rein. Und hier der Riesensamen. Aus deinem Gesicht hinaus. Und die 8 Essenzen, die wir gesammelt haben. Vor allem mit den Hoden. Ey, sieht doch aus wie Hoden, ganz ehrlich. Bla 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 bla. So, jetzt kommen wir da lang. Oh. Es wird sich alles zerschlagen.
Oh mein Gott, das sind zwei hässliche Grandelbartels-Gesichter. Na, schockiert das sind Twin-Rova, die Killer-Omas. Die Killer-Omas. Ja, laber nicht. Die sehen aber auch hässlich aus, du. Wie entsetzlich, Twin-Rova schickt, lalala. Bla. Oh ne, jetzt kommt die auch noch. Oh, kommt sich gerade ab. Okay. Aber ignorieren. Der letzte Tempel. Und bevor wir natürlich hier weitergehen, wird auch hier erstmal links geguckt. Rechts geguckt. Oh, warte mal. Eine Fee. Und normalerweise, wenn ich da jetzt reingehe, geht die Tür zu und die Platten erheben sich. Aber ich benutze einfach den Boomerang. Ich bin ja nicht doof. So, jetzt. Natürlich. Oh nein. Oh, Gott sei Dank. Crash. Ne, jetzt kommen hier noch ein paar Gegnerwellen. Und hier sieht man auch nochmal die ganzen Unterschiede von den Magiern. Die Roten teleportieren sich überall hin, die Grünen bleiben gleich und die Blauen bewegen sich. Und halt dann noch natürlich, je nachdem, mehr aus. Da links und rechts hinzugehen, wäre scheiße, weil da wäre ich wieder am Anfang, wenn ich rausgehe. Das war ein... Oh Gott! Grabscherhand. Oh, ich nicht schon wieder, ey. Boah. Das sagt ja dann doch schon ein bisschen, ne? Ja, das geht. Ja, ja. Hier. Du Camper. Voll quer ins Gesicht rein. Camper. Was für Camper? Taktisches Warten hier. Ja, auf jeden Fall. Pass bloß auf die Hand auf. Ja, die kommen schon nicht. Die sind aber die sind schneller als die anderen. Die will schneller krapschen, ey. Mal schneller ran, komm her. So, und weiter nach oben. Ja, ich weiß schon. Bomben. Was ist das denn? Was war das? Das macht Angst. Sieht aus wie ein Alien. Das ist der Alien-Fußboden. Oh mein Gott. Oh. Ich habe so viel Angst. Komm, ich habe genau 600 Rubine, fällt mir gerade auf. So, und die Treppen. Da ist der Endboss. Da sind noch Vasen. Oh mein Boah, Gott. Hier Herzen, ey. Du bist ja sowieso schon Kerne, voll. Kerne. Na, die Kerne. Ich, die brauche ich alle, glaub mir. Ich glaube dir, mein Freund. Ich glaube dir. Tja, aber nicht mit meiner Taktik. Da brauchst du eigentlich gar keine. Ich glaube dir doch nicht mehr. So, im nächsten Part, der wahrscheinlich letzte, treten wir dem voll in die Nüsse rein. Voll der Epic Fight. Epic. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss. Tschüss. Bedarf.